Hammel kümmert sich inzwischen um die zahlreichen Hunde. Zu seinen häufigsten Patienten gehören Möpse. Und zwar von Natur aus. Oder besser gesagt, vom Züchter aus. Das ist unser Mops Toni. Der hat Probleme mit den Vorderläufen, mit den Hinterläufen. Mit den Vorderläufen, da knickt er immer ein. Gelenke sind sehr flexibel. Für mich sieht das so aus, als wenn der längere Bänder hat, die das nicht mehr halten. Und mit den Hinterläufen, da fängt er an zu lahmen. Also die Hinterbeine, die überkreuzen sich irgendwann beim Laufen, wenn wir zusammen mit ihm unterwegs waren. So, lauf du mal eben einmal hoch und runter. Anton. Ja, ich guck. Sagen vorne links rollt er nicht ab. Deshalb steht er so vorne. Ja. Nur hinten kann ich nicht, weiß ich nicht, wo der jetzt Fehler ist, weil er so komisch so unrund hinten läuft. Hallo. So wie es wenn ein aussieht, Hund unrund läuft, dann wollen wir doch wissen, wo der unrund läuft. Nein, hier steht hinten links läuft der breiter als hinten rechts. Läuft noch mal ein paar Schritte. Wenn der so hinten rechts oder kürzer. Also das hinten. Hinten links kommt das Knie raus. Guck eben. Das Gelenk fällt doch an der Seite raus. Das wird doch von Bändern gehalten. Das ist jetzt übernudelt. Haben wir schon gehabt. Was machen wir jetzt? Alles, was du nicht behältst, kriegst du mit Viehtreiber eine Elektroschockung. Wenn das Band übernudelt ist, da hast du doch immer so einen, der ist zusammengehalten, hat unten drum gemacht. Eine Manschette drum. Bist du Manschettenverkäufer oder willst du einbrennen? Thomas, du kommst noch mal zu einer Kirmes hin. Dieses Saufen, das bekommt ihr nicht. So, Lassi. Gut festhalten. Vorne. Wir schreiben den Toni auf jeden Fall auf, dass er mehr Luft kriegt, nicht? Der hat eigentlich keine Probleme. Nee, das hört man. Ja, das hört man. Der erste Mops hat keine Probleme. Die Bänder sind noch da, aber es ist übernudelt. Hat er schon seit Geburt. Es war noch nie besser. Aber auch nicht schlechter. Dass er die Beine so weich hat und so, die sind alles zu Folgen von dem, das man Inzucht nennt. Okay. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du auch mit gutem Futter nicht lange gegenhalten. Weil ein Mops hat einfach so ein, das ist einfach die Grundidee, die mit 4, 5 schon platt zu machen und mit 7 müssen sie weg. Okay, und dann neue kaufen. Okay, das ist natürlich nicht gut. Nee, das ist unfair, was wir machen, aber so denken die Leute. Warum darf der keine Nase haben? Warum darf der nicht vernünftig beißen können? Ich glaube, das ist so gewollt, dann, damit der ein bisschen menschlicher aussieht. Ich schreibe dir mal was auf, okay, dass wir so ein bisschen bremsen können, aber verhindern kannst du hier nichts mehr. Das sind ja, das ist das Gemeine, sehr treue, anhängliche Hunde. Und hier trotzdem machen wir Menschen so einen Scheiß. Nicht nachzuvollziehen. Solche genetisch bedingten Degenerationen sind leider keine Seltenheit. Nicht nur bei dieser beliebten Hunderasse. Schade, dass man da nichts machen kann, dass das angeboren ist und von der Rasse halt so ist. Das ist natürlich sehr schade für den Hund. Meine Schmerzen hat er jetzt nicht. Wir werden natürlich seine Anweisungen befolgen, die er gegeben hat. Und hoffen natürlich dann das Beste für unseren Mops, dass er länger als 6, 7 Jahre lebt. Toni und sein Herrchen tragen die Diagnose mit Fassung.